Wenn wir auf der Entwicklungspyramide arbeiten, dann ist es ja eine Arbeit, die ganz massiv mit Wörtern stattfindet, mit Sprache. Und deshalb hatte ich heute Morgen die Idee, ich kann mir ja auch mit genau der gleichen Technik, wie ich die Wörter auf der Entwicklungspyramide mir anschaue, mir mal das Wort Vielfalt betrachten und schauen, was dabei rauskommt. Und das habe ich jetzt mal gemacht. Der erste Schritt bei der Arbeit mit diesen Wörtern ist immer, dass wir uns wirklich das Wort ganz speziell angucken, ganz genau angucken, was bedeutet es denn eigentlich? Und das habe ich gerade auch gemacht und das war schon wieder total spannend. Ich bin also als erstes mal in den Duden gegangen und habe geguckt, wofür steht denn Vielfalt? Naja, und da kam genau das dabei raus. Der Begriff Vielfalt steht für eine Fülle verschiedener Arten und Formen, in denen etwas Bestimmtes vorhanden ist. Andere Begriffe dafür sind breite Skala, Buntheit oder große Auswahl. Okay, also verschiedene Sachen, aber es gibt etwas Gemeinsames da drin. Das fand ich schon mal einen ganz spannenden Effekt oder eine ganz spannende Information, weil eigentlich hatte ich bei Vielfalt nicht im Blick, dass da auch etwas Gemeinsames zugehört. Okay, dann bin ich weitergegangen und war mal auf wortbedeutung.info, auch eine ganz tolle Quelle, die ich ganz häufig benutze für die Recherche bei der Entwicklungspyramide. Naja, und da stach mir gleich was anderes ins Auge. Das war nämlich die Tatsache, dass Vielfalt sofort mit Vielfältigkeit übersetzt wurde. Und da stand als erstes viele Falten. Okay, ist natürlich ein ganz anderer Gesichtspunkt, weil Vielfältigkeit mit vielen Falten übersetzen. Aber ich falte mir tatsächlich die Entwicklungspyramide zusammen, wenn ich mit ihr arbeite. Also auch irgendwie passend. Steht aber auch, hier steht es wieder, für Abwechslung, Diversität und Varianz. Das heißt, Wortbedeutung, Info hat nicht so den Fokus auf das Gemeinsame, was unten drunter liegt. Ja, und dann habe ich als drittes noch ChatGPT gefragt, was bedeutet denn Vielfalt? Und da merkt man, ChatGPT greift auf ähnliche Quellen zu, weil was ich tatsächlich bekommen habe, war die Antwort von Wortinfos und die Antwort von Duden in zwei Absätzen. Also, das kommt zusammen. Okay, das ist der erste Schritt. Und ich habe gemerkt, für mich neu an der Erklärung ist auch das Gemeinsame. Und im zweiten Schritt überlege ich jetzt, was bedeutet es denn für mich? Und für mich ist Vielfalt wirklich die Unterschiedlichkeit, die Abwechslung. Und ich verbinde damit ganz viel Spannendes, was ich entdecken kann. Also etwas, was ich noch nicht kenne, was sich von mir vielleicht auch unterscheidet und was meine Neugier weckt. Das sind so meine Assoziationen, die ich noch mit Vielfalt habe. Und da, ja, überlege ich jetzt auch gerade, weil das ist der dritte Schritt. Was hat das denn jetzt mit meiner Fragestellung und mit meiner Konferenz zu tun? Weil wie kann ich denn jetzt diese Gedanken, die ich bekommen habe, um das Wort Vielfalt herum, die Assoziationen, die ich habe, verwenden für meine Ideenfindung. Und tatsächlich das, was ich so gemerkt habe, was für mich ganz spannend war, war dieser, ganz ehrlich, im ersten Moment der Blick auf die Falten, wo ich mir dachte, okay, das ist eine Online-Konferenz, man ist ganz nah zu sehen, was machen wir da mit den Falten? Das habe ich dann aber ganz schnell zur Seite geschoben, weil darauf werde ich mich nicht fokussieren. Tatsächlich fand ich aber spannend das Gemeinsame, was irgendwie doch verbindet, dass die unterschiedlichen Variationen eine verbindende Gemeinsamkeit haben. Und wenn ich jetzt an meine eigentliche Fragestellung denke, ob ich jetzt eher die Entwicklungspyramide oder Bogobahn nehme, werde ich jetzt mal genauer darüber nachdenken. Beide basieren auf der Theorie der Metamoderne. Und vielleicht sollte ich die lieber in den Fokus nehmen und daraus etwas machen, weil das ist das Gemeinsame, was die Grundlage ist für beide Coaching-Methoden. Und trotzdem sind sie so unterschiedlich, was sich daraus halt entwickelt hat.
Vielleicht nehme ich das einfach mal in den Fokus und überlege, was ich daraus machen kann. Ihr könnt ja gerne eure Variationen oder eure Ideen, was für euch Vielfalt heißt, noch hier in die Kommentare hineinschreiben, weil vielleicht ergänzt sich ja gemeinsam unser Verständnis, was alles Vielfalt sein kann. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, von euch darüber zu lesen und halte euch natürlich auf dem Laufenden, wie ich mich jetzt weiter entscheide.